Ja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, neben Herzbruck im Nürnberger Land und Museum 186, in dem wir wie immer berichten, was in den letzten Wochen bei uns los war. Wie sagte der Gitarrist Adam Rafferty beim letzten Gitarrenkonzert? I hope you genießt es. Ganz lieben Dank an Emilia Grötsch für dieses Küchenmodell aus ihrem 3D-Drucker. Die Küche gibt's übrigens auch in echt. In der Küche von Familie Süß aus Habrück bereitet unser Auszubildender Aaron ein Sektfrühstück für Vivian vor und präsentiert dabei eine der ganz wenigen U-Küchen aus unserer Fertigung. Bei dieser Architektur mit schrägen Ecken war das die beste Lösung. Karin Müller präsentiert mit Tochter und Enkelkind ihre neue Küche, die wir mit der großen Kochhalbinsel sogar für 4 Generationen optimierten. Sarah hat für uns den Apfel geteilt. Longueville Landscape heißt das neue Sofa in unserer Ausstellung, das aus einem halben Sofa und einer Chaiselongue besteht. Die Chaiselongue ist auch freistellbar und kann dank dieser raffinierten Mechanik auch als Gästebett dienen. Wieder mal müssen wir Jori für ihre neuen Werbefotos und Videos loben. Im letzten Newsletter haben wir versprochen zu zeigen, wie einfach man ein Foto an die Wand bekommt. Jetzt haben wir das Video dazu geschnitten. Natürlich geht das nicht nur mit Fotos, sondern auch mit allen Grafiken, Zeichnungen und den Fotos aus dem Katalog von Fresco. Wir haben in diesem Jahr 153 Festmeter Holz aus der Frankenalb für Sie entrindet und gesägt. Damit müsste rein statistisch unser Holzvorrat rund 5 Jahre reichen und natürlich kaufen wir auch im nächsten Jahr wieder ein, denn es soll ja für Sie immer die volle Auswahl unserer heimischen Harthölzer zur Verfügung stehen. Unsere ganze regionale Waldschöpfungskette ist im Blog mit Fotos und Videos von 2022 dokumentiert. Auf Kundenwunsch haben wir ein Kaffeeregal als beschriftbare Tafel gefertigt. Wir bedanken uns bei Familie Gehring für die schöne Idee, die wir gleich mal dreist geklaut haben. Auf unserer Homepage haben wir die Sonderangebotsseite mit einer neuen Seite Übriges ergänzt. Von gebrauchten Möbeln, unsere schöne Riesenleuchte von Luxo, über Werkzeuge und Maschinen wollen wir im Sinne der Nachhaltigkeit Menschen oder gemeinnützigen Organisationen eine Freude machen und das Wegwerfen vermeiden. Der Schreibtisch aus dem vorletzten Newsletter wurde übrigens höhenverstellbar umgebaut und hat jetzt zusammen mit dem zurückgegebenen Containern in Plauen eine neue Bleibe gefunden. Die Hintergrundmusik von Doris Orsan und Johannes Tonio Kreusch soll Appetit aufs Herzbrugger Gitarrenfestival vom 13. bis zum 19. August machen. Wir würden uns freuen, Sie dort zu treffen. Besuchen Sie uns in Untergrumbach, bitte immer mit telefonischer Anmeldung. Und noch das zum Thema Sommer. I hope you genieß this.